Herzlich willkommen zu dieser Kooperationssession zwischen GKC und WMOOC. Ganz kurz vielleicht, was ist der WMOOC? Wissensmanagement MOOC 2020. Das ist seit 5 Jahren ein kostenfreies Bildungsangebot rund um das Thema Wissensmanagement. Ich gebe nachher in den Chat einfach mal den Link für alle die, die jetzt über das GKC dazugekommen sind und den WMOOC vielleicht noch nicht kennen. Dann könnt ihr euch dort informieren. Ansonsten will ich aber gar nicht viel jetzt zum WMOOC sagen, sondern freue mich sehr, dass die Christine Erlach heute Zeit gefunden hat, diese Live-Session mit uns zu gestalten. Christine ist sicherlich vielen von euch bekannt, die sich mit dem Thema Wissensmanagement beschäftigen. Für mich ist sie so die Grande Dame, hört sich jetzt älter an, als du bist, zum Thema Storytelling und narrative Methoden im Wissensmanagement. Christine ist, wie ihr seht, Diplompsychologin und hat in den spannenden Anfangszeiten von Wissensmanagement auch bei Professor Mandl in München gearbeitet, also in Zeiten, als dort auch das Münchner Modell und Ähnliches entstanden ist. Ja, und heute soll es aber tatsächlich gar nicht um das Thema Storytelling gehen oder vielleicht doch, ich bin mal gespannt, sondern es soll darum gehen, wie wir alle in diesen Zeiten, in denen wir halt in unserem Homeoffice sitzen und uns im besten Fall über solche Webkonferenzen unterhalten, trotzdem das Wissen ins Fließen bringen und eine gute Zusammenarbeit gestalten können. Und damit übergebe ich direkt auch an dich. Herzlichen Dank euch beiden und willkommen und hallo in die Runde. Also wenn ich irgendwo spreche, dann geht es immer um Geschichten, um Narratives. Das kann ich, glaube ich, gar nicht anders, weil ich seit 20 Jahren mich damit beschäftige, wie man Wissensmanagement und ja vor allem Erfahrungswissen mithilfe von narrativen Methoden, also Methoden rund um Erzählen, besser heben kann, weitergeben kann, damit lernen kann und so weiter. Ja, und heute geht es eben um die digitale Zusammenarbeit, die ja unheimlich viel bringt an Chancen, siehe uns jetzt hier und heute, aber auch Schwierigkeiten mit sich bringt im Kontext Wissenstransfer in den Firmen. Da wird es darum gehen, was man da vielleicht besser machen könnte im Kontext Zusammenarbeit, irgendwelche Entscheidungen treffen. Was passiert eigentlich mit uns und unserer Kommunikation in diesem Setting und wo verarmen wir auch? Und was kann das narrative Methodenzeug dagegen tun? Aber bevor ich lang rede, seid jetzt erstmal ihr dran. Wir schicken euch jetzt gleich in Breakout-Sessions. Aber davor bitte ich euch erst nochmal kurz in euch zu gehen, jeder für sich und nachzudenken, wenn ihr an den gestrigen Tag denkt, ob ihr den jetzt im Barcamp verbracht habt oder wo auch immer. Wenn ihr an den gestrigen Tag denkt, in welchem Filmgenre würdet ihr am ehesten spielen? Ist das ein Horrorfilm gewesen oder eine Dokumentation? Eine total spannende Sache, wo ihr dran geblieben seid, weil ihr Wissen bekommen habt, oder vielleicht eher ein total schnöder, langweiliger Historienfilm? War es ein Krimi, ein Liebesfilm? Und ich zähle jetzt, wenn ihr euch überlegt, euch mal, wenn ihr in diesem Genre sozusagen denkt, von dem gestrigen Tag, wie die Hauptperson euch vorstellt. Ihr seid praktisch der Protagonist in diesem Film von gestern. Was würde der für eine Körperhaltung einnehmen? Ich zähle jetzt von 3 runter auf 0 und bei 0 bitte ich euch alle in die Kamera, die Körperhaltung eures Helden aus dem Film von gestern einzunehmen. 3, 2, 1, 0. Okay, ich sehe ein paar Gesten, cool. Danke euch fürs Mitmachen. In den Breakout-Sessions, in die wir euch gleich schicken, bitte ich euch jetzt mal 3, 4 Minuten, das wird bei Gabriele mich gleich unterstützen, wie lange ihr dann Zeit habt, euch die Backstory zu erzählen. Wieso war jemand bei euch, habe ich gesehen, bei Lisa Augustin, oder einer hat so gemacht. Was ist die Story dahinter? Was ist gestern passiert, dass ihr jetzt so den Protagonisten gezeigt habt? Wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Tauscht euch in den Breakout-Sessions bitte zu eurer Backstory aus. Bis gleich. So, da sind sie alle. Sehr schön. Willkommen zurück, liebe Schauspielerinnen und Schauspieler, aus euren Filmen und aus euren Backstories. Was wir jetzt gemacht haben, ist was man in der digitalen Welt, ich rede ja immer vom Kontext Unternehmen und vom Kontext wirklich zusammenarbeiten, was man nicht mehr hat, nämlich informelle Gespräche. Sozusagen völlig kontextfreie, nichts zu tun haben, also Inhalte, Gespräche, die nichts mit dem Inhalt des Treffens zu tun haben. Nichts. Und das ist eins der Dinge, die uns verloren gehen in der digitalen Welt, die wir wieder zurückerobern müssen, weil wir als Menschen eben auch Beziehungswesen sind.
Und das wäre sozusagen die allererste kleine Idee, die ihr vielleicht selber einbauen könnt in eure Sessions, wenn ihr selber moderiert, euch treffen müsst, irgendwie Entscheidungen mit anderen Menschen im digitalen Raum, im Homeoffice bewegen müsst, dass ihr wieder mehr auf die informellen Räume achtet, die man sonst hat am Anstellen bei der Kaffeemaschine im Meetingraum oder auf dem Flur. Na, das ist alles nicht mehr da und macht uns hocheffizient, aber eben auch nimmt uns auch was von dem, wer bist denn du da eigentlich und gibt es irgendwas, wo wir Anschluss finden sollen. Sowas in der Art machen wir noch ein paar Mal. Ich würde euch aber erstmal gerne ein paar Sachen so erzählen, was eigentlich los ist mit der Kommunikation, wenn wir im digitalen Raum arbeiten. Also, ich will ja überhaupt nicht mich hier hinstellen und sagen, dass digitale Zusammenarbeit nichts ist. Im Gegenteil, also das Remo fasziniert mich total und ich bin, wie wahrscheinlich viele Menschen, dank Homeoffice und Corona auch wirklich dankbar darum, dass es überhaupt was gibt, um in diese Welt zu gucken. Und es gibt auch tatsächlich faktische Dinge, die dafür sprechen, digital zu arbeiten. Also Homeoffice jetzt mal von der ökologischen Seite, dass wir nicht so viel fahren müssen. Aber auch die Art, wie wir zusammenarbeiten, ist sehr effizient. Man kann messen, die Entscheidungsfindungszeiten in Teams und Gruppen hat sich beschleunigt. Also es gibt da tatsächlich mehr schnellere und prozessorientiertere, faktisch orientiertere Diskussionen als im analogen, im Face-to-Face-Setting. Dann kann man auch beim Wissenstransfer, ich arbeite ja sehr viel mit Experten, die in die Rente gehen, wo eben es darum geht, deren Fachwissen und deren ganzes Wissen, wie eine Anlage betrieben wird, zu übergeben an den Nachfolger. Da kann man beobachten, dass die Fachseite, also das Fachwissen, das Kognitive vom Wissenstransfer hervorragend funktioniert. Da nimmt man einfach auf und hat dann eben die Folien und der Experte spricht. Perfekt. Und überhaupt Stichwort Folien aufnehmen, also die technischen Lösungen, die unterstützen uns natürlich gewaltig. Soweit der Segen der digitalen Zusammenarbeit. Es gibt natürlich aber auch den Fluch, was auf der einen Seite unsere Effizienz erhöht, eben besagte fehlende informelle Seite der Kommunikation, was wir jetzt gerade gemacht haben. Also die ganzen kleinen Gespräche auf dem Flur, die auch zufällig zustande kommen oder eben dieses Smalltalk in den Meetings, bringt auch Wissen und bewegt Wissen auch sehr, sehr ganz gewaltig. Das fliegt raus aus der digitalen Welt sozusagen. Die schnelleren Entscheidungen sind, wenn man genauer auf die Kommunikation achtet, dem geschuldet, dass es nicht mehr so bewegt wird, das Thema. Also man ist schneller ermüdet, darüber zu diskutieren und sagt, okay, mach mal das, was sozusagen am ehesten Konsens bietet in dieser digitalen Welt. Aber es ist eine ganz andere Art sozusagen zu diskutieren und eben nicht so tief und reflektierend, wie wenn man im echten Leben zusammensitzt im Raum. Das mit dem kognitiven Wissenstransfer, ja, da haben wir den Haken an der Sache, es gibt vom MIT zum Beispiel mittlerweile eine Studie, die konnten zeigen, dass die Innovationsfähigkeit von den Unternehmen sinkt, damit auch die Kreativität, weil man sich halt nur noch verabredet mit Kooperationspartnern, mit Kollegen, mit Kunden und etc., aber eben keine Zufälligkeiten mehr stattfinden und auch keine ziellose und agendalose Räume existieren. Und das wäre ein wichtiges Kriterium für Kreativität, sich zu verabreden, ohne eigentlich groß eine Agenda zu haben. Die kommt nur sozusagen in den Zwischentönen. Ja, das ist der Nachteil von der kognitiven Stärke. Und vielleicht ein ganz entscheidender Nachteil, der uns jetzt auch noch ein bisschen beschäftigen wird in den weiteren Folien. Wir bleiben in der Zweidimensionalität. Je cooler die Lösungen werden, desto mehr kleben wir aber auch vom Bildschirm. Weil wenn man nämlich genau hinguckt, sind wir Menschen ja eigentlich wesentlich mehr als nur zweidimensionale kleine Kacheln. Ich meine, das brauche ich nicht groß belegen, aber was mir wichtig ist, ist darauf zu schauen, dass sich die Art, wie wir uns selber erleben und wie wir Kommunikation und Zusammenarbeit erleben, verändert. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als würden wir durch ein Schlüsselloch miteinander sprechen. Ich sehe euch jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich sehe die Folien. Ihr seht euch ganz klein in meine Folien. Also wir haben nicht mehr dieses Spektrum unserer Sinne zur Verfügung. Das Auditive, würde ich sagen, geht noch so einigermaßen im Virtuellen. Beim Visuellen hapert es schon gewaltig, weil wir eben nur diese kleinen Kacheln voneinander haben und nicht mehr den ganzen Menschen vor uns sehen. Haptisch, also das Greifen, ist vollkommen raus aus der digitalen Zusammenarbeit, aus der Art, wie wir einander begegnen. Und vom Geruchssinn brauche ich auch nicht groß reden. Also es gibt Sinneskanäle, die wir normalerweise die wir unbewusst nutzen. Unsere Körpersprache, Körperspannung, Gestik, Mimik, ja, tatsächlich auch Dinge anfassen, die uns helfen,
den anderen wahrzunehmen und die uns helfen, unser Wissen zu vermitteln. Und da sind eben die Baustellen, wenn es darum geht, Wissen ins Fließen zu kriegen. Vielleicht kennt ihr den Thomas Fuchs. Das ist ein Psychiater, der hat einen Lehrstuhl in Heidelberg und hat und ist auch Philosoph, hat in beiden Disziplinen publiziert und habilitiert und ist der Autor des Buches Verteidigung des Menschen. Und er ist gegen den Transhumanismus, also gegen die Tendenz zu versuchen, alles, was wir Menschen können, in KI oder in Technologie oder in sonstige Lösungen zu delegieren, in der total hehren Absicht, uns zu unterstützen. Aber er sagt, nein, es gibt uns als Mensch, da gibt es was, was eben niemals, was uns einzigartig macht und was wir auch niemals hergeben sollten, selbst wenn wir es könnten. Er sagt so Sachen wie, wir sind nicht nur Geist, sondern auch Körper. Wenn wir lernen, lernt immer auch unser Körper. Und da sind wir halt in der digitalen Welt wirklich verarmt natürlich. Also muss man sich fragen, wie kann man diese digitale Welt, in der wir uns bewegen, wieder anreichern durch dieses Ganzheitliche, durch das Sensomotorische, durch unsere Körper, um natürlich nicht als Selbstzweck, sondern um mehr als Beziehungswesen wieder in Kontakt zu treten, in Resonanz zu sein, was das bedeutet. Und das wiederum natürlich, um das Wissen ins Fließen zu kriegen. Weil ohne dem geht nur ein ganz kleiner Teil davon ins Fließen, nämlich der kognitive. Ja, was kann man jetzt so aus der narrativen Methodenkiste sich mal anschauen, was da helfen könnte? Also ich würde euch einfach gerne ein paar Sachen zeigen und auch mit euch ausprobieren, was so dieses Storytelling, also meine Auseinandersetzung mit der narrativen Welt bietet. Also wo kann die narrative Handwerkskiste unterstützen? Und da sind zwei schon genannt. Man kann Metaphern einsetzen, also in andere Welten springen, wie ihr vorher mit der Backstory und dem Film. Und auch andere Strukturen nutzen. Viele kennen vielleicht den Joseph Campbell. Der hat zum Beispiel George Lucas inspiriert, Star Wars nach der Heldenreise zu schreiben. Und eigentlich sind fast alle Hollywood-Filme, zumindest die Actionfilme oder Frodo und auch Avatar etc., folgen diesen Phasen. Beim Campbell, beim Erfinder der Heldenreise, der hat sie nicht erfunden, wie wir vielleicht im Storytelling, im Marketing etwas erfinden, sondern der hat sie entdeckt, indem er Tausende von Mythen in allen möglichen Kulturen analysiert hat. Der hat entdeckt, dass da viele, viele kleine Schritte in diesen Hauptphasen immer erzählt werden in den Stories. Und was man jetzt tun könnte, weil das ein Archetyp ist, was ihr hier seht, also eine Grundstruktur des Erzählens, die uns in die Wiege gelegt wurde in jeder einzelnen Kultur, ob wir jetzt bei den Inuit groß werden oder in Nordamerika oder in Europa. Es gibt überall Märchen und Fabeln und wir als Kinder werden schon sozialisiert, diese Grundstruktur zu erkennen, weil sie uns in jeder Erzählung mehr oder weniger umgibt. So, und jetzt könnte man das zum Beispiel mal in einem virtuellen Meeting als Visualisierung nehmen, um jeden zu fragen, und das können wir jetzt gleich mal ausprobieren, wo ihr euch jetzt gerade so befindet auf eurer Heldenreise in der digitalen Homeoffice-diktierten Zusammenarbeit. Seid ihr da ganz am Anfang und habt noch Gott sei Dank vielleicht nicht so viel Kontakt damit gehabt oder seid ihr da schon mittendrin in dem Weg der Prüfungen, wo ihr dauernd irgendwelche Niederlagen habt oder wie auch immer. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, mal oben bei Kommentieren draufgehen und da einfach mal euch verorten auf dieser Folie jetzt, wo ihr euch positioniert gerade. Ich habe es, viele fangen an hier bei dem Weg der Prüfungen. Cool. Dass ihr einfach mal euch hinmalt. Aha, das sind noch manche, sind noch am Genehmigen. Das gebe ich euch jetzt, wenn ich das kann. Moment. Was ihr jetzt hier seht, ist, wir haben jetzt ganz schnell nur eine kurze Verortung gemacht, eine Visualisierung, die kennt man aus der digitalen Welt. Sie ist nur deswegen ein bisschen anders, weil sie zugleich die ganze Metapher dahinter, die dahinter liegt. Ui, was ist denn jetzt passiert? Jetzt springen hier die Folien. Die ganze Metaphernwelt, die dahinter liegt, mit aktiviert in unseren Köpfen. Also ich kann das jetzt natürlich nicht behaupten, ihr müsst selber in eure Köpfe gucken. Ich kann nur aus der Erfahrung berichten, dass die Teilnehmenden in diesen Metaphernwelten andere Bilder haben als in den Kachelwelten sozusagen. Also wenn die ganze Art, wie wir visualisieren, sich eben in Vierecken und auf Conceptboards bewegt. Also dass man einfach überlegt, wie kann immer mit der Leitfrage, wie kann ich diese digitale Welt wieder mehr anreichern, ist eine Möglichkeit, die Visualisierungen mit Metaphern zu wählen zum Beispiel. Ich gehe jetzt mal hier wieder raus und lösche eure schönen Zeichnungen alle, frecherweise, weil es ging mir jetzt wirklich nur ums kurz zeigen, was man machen kann. Die Metaphern, vorher die Backstory zu dem Film, die narrative Struktur, die Heldenreise sind zwei Möglichkeiten
anzureichern, aber auch total einfach mal diese Zweidimensionalität, diese Art, dass wir alle immer auf unserem Stuhl sitzen und in die Röhre gucken, das zu durchbrechen, indem man zum Beispiel zu Beginn eines Meetings mal fragt, lasst uns doch mal alle aus dem Fenster rausgucken und mal 2 Minuten einander kurz erzählen, was man da draußen sieht. Ist da irgendwas, was ihr entdeckt da draußen, was uns vielleicht für unser Meeting heute helfen könnte oder uns irgendwie aufmerksam machen könnte auf irgendeine Stimmung im Unternehmen? Also dass man wieder bewusst anfängt zu überlegen, wie kann ich eigentlich meine gesamten Umgebungen hier, die ich eben habe als Mensch, ich bin ja in meiner Welt hier, eher in eurer, viel mehr hineintragen in die Zusammenarbeit. Immer mit dem Ziel anzureichern, warum komme ich noch so, ein Schlagwort ist, in Resonanz zu treten. Und schließlich die Artefakte. Ich würde euch gern wieder kurz im Breakout schicken und euch bitten, einen Gegenstand zu suchen in eurem greifbaren Umfeld, also ihr müsst nicht aufstehen dafür, der vielleicht am besten zeigen könnte, wie euch die digitale Zusammenarbeit so mundet, so in der Homeoffice-Zeit, wie es euch da so geht. Ist das, was ihr damit assoziiert, was für Bilder ihr habt, was für Erfahrungen ihr habt. Ich habe zum Beispiel hier ein Glas mit Lavendelblüten, mit getrockneten, und das habe ich auf meinem Schreibtisch stehen, um mich daran zu erinnern, dass es auch in Frankreich gibt und dass ich eben auch eine Welt außerhalb der Zweidimensionalität habe. Und ich bitte euch jetzt wirklich kurz, 2 Minuten in den Breakout-Sessions, jeder einen Gegenstand in die Hand zu halten und einfach mal spontan zu gucken, erstens, welcher Gegenstand ist es, der euch spontan anzieht und was erzählt ihr euch und dass ihr das teilt. Wir sehen uns gleich wieder in vielleicht 4 Minuten, Gabriele. Das war jetzt, also wir machen hier so ein bisschen Steno im Sinne von ganz, ganz schnell mal eben was anteasern. Auch wieder eine Idee, die irgendeine Leitfrage sich zu schnappen und die Dreidimensionalität wieder zurückzuerobern, dass ihr einen Gegenstand in eure Diskussion mit einbringt. Das sind einfache Sachen, aber immer mit dem Ziel, die Kommunikation anzureichern. Und das wiederum hat was damit zu tun, dass wir, egal was wir jetzt hier an Tools nutzen, da kann man sich übrigens jederzeit, jede Minute, naja, aber wirklich, jeder von uns kann sich da neue Dinge ausdenken, weil das Grundprinzip ist dieses Anreichern und das Zurückerobern von Elementen, die wir so kennen aus der normalen Interaktion mit Menschen. Also die Sinne, die Dreidimensionalität hatte ich schon erwähnt, die Beziehung, also dass man einfach auch wirklich das Informelle hineinholt. Das alles machen wir, um Erfahrungen zu teilen. Und jetzt wird es spannend. Jetzt habe ich schon öfters das Wort Resonanz erwähnt. Das ist ein Konzept von Hartmut Rosa, einem Soziologen, der sehr schön schreibt, dass man eigentlich, ob man jetzt ein Unternehmen ist oder ein Mensch, immer gucken muss, in Resonanz zu gehen zum Außen, weil man nur dann mitkriegen kann, was da eigentlich sozusagen an Wissen zu heben ist oder im Markt gesprochen, an Bedarfen, an Bedürfnissen da ist, wenn man eigentlich mitschwingt sozusagen, was da draußen geschieht. Und das wiederum ist in seiner Betrachtung ein In-Beziehung-Treten, also wirklich ein Schwingen. Ihr seht da oben die Metapher des Wassers, wo die Kreise ineinander gehen. Das sind dann eher Wellen, aber dass man sich wirklich vorstellt, dass die Kommunikation und der Wissensfluss und Wissenstransfer keine Sache ist, die wir durch Fragen und Antworten steuern in unserem gesamten Menschsein, also wenn wir uns ganzheitlich betrachten, sondern wirklich ein in Resonanz treten zur anderen Person. Deswegen steht hier auch in Beziehung treten. Und was neurophysiologisch da ganz spannend ist, die Spiegelneuronen, das sind die Teile im alten limbischen System, die dann aktiviert werden, wenn wir etwas nachahmen, wenn wir etwas lernen. Und wenn wir Emotionen betrachten, sozusagen als Betrachter, und praktisch dann wissen wollen, jetzt neurophysiologisch gesprochen, was ist das jetzt, was da passiert bei dem anderen, die werden auch Empathieneuronen genannt. Also das sind die Zellen in unserem Gehirn, die dann feuern, wenn wir mitempfinden, wie es dem anderen geht. Und das ist jetzt von der neurophysiologischen Seite nochmal das, was Hartmut Rosa mit Resonanz meint. Und das ist eben der Teil, der nicht im Kognitiven stattfindet, vom Wissensfluss, der tatsächlich in tiefen, uralten Schichten unseres Gehirns stattfindet, dass wir, wenn wir ganzheitlich sozusagen arbeiten und Wissen teilen wollen, darauf achten müssen, die Beziehungsseite von dem Wissenstransfer nicht zu verlieren. Und das ist in der digitalen Welt halt ziemlich schwierig, das zu halten. Und der Schlüssel ist,
Erfahrungen zu teilen. Weil wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit, was eigentlich Wissen ausmacht, dann kommt man recht schnell zu der Erkenntnis, dass da ein unglaubliches Potenzial drin liegt, dass man wieder Räume schafft, wo die Menschen, wo die Wissensträger, die Wissensnehmer, die Teilnehmenden in Unternehmen Gelegenheit haben, sich über ihre Erfahrungen auszutauschen. Und das wäre jetzt der Appell sozusagen, bevor wir vielleicht noch ein paar Fragen oder Eindrücke teilen von euch, dass man einfach überlegt, wie kann ich in dieser digitalen Welt wieder mehr Räume schaffen, offene Dialogräume schaffen, wie wir sie ein bisschen anskizziert haben, ganz paar Ideen nur, um diese Welt anzureichern, um damit Erfahrungswelten zu schaffen. Weil dann kommt das Wissen ins Fließen. Soweit meine Erfahrung aus dieser narrativen Betrachtung von Wissensmanagement. Das mit der Kreativität ist tricky, weil die können wir nur einladen. Da kann ich sozusagen keine Garantie aussprechen, wie hier beim Wissen. Aber auch da, wenn ich offene Räume gestalte, wo die Menschen wieder eben über diese Resonanz auch miteinander arbeiten können und nicht nur kognitiv, wird sie kommen. Da bin ich mir sehr sicher. Ich danke euch fürs Zuhören und würde vorschlagen, wir gehen mal raus aus der Präsentation und gucken. Wir müssen auch keine Fragen finden. Vielleicht hat jemand Lust. Genau, ansonsten, wenn jemand eine Frage hat. Martin, du hattest ganz früh eine kleine Frage. Vielleicht magst du die einfach selber stellen, der Martin Rutkowski. Es ging um Unterlagen, glaube ich. genau, du hast gefragt, ob es zur Übung, also dann vielleicht auch zu beiden, eine Anleitung gibt, Christine. Zu was jetzt nochmal? Ich habe es akustisch. Zu den Übungen. Zu den Übungen, dass man das nochmal. Ich hatte mir das jetzt hier mitgeskribbelt, das ist aber, ja. Sehr wahrscheinlich mit der Konzentration auf die Übung auch nur halb korrekt oder vollständig. Ja. Und deswegen war die Frage, gibt es da noch was? Und wenn ich jetzt gerade schon das Wort habe, dann missbrauche ich das jetzt auch mal gerade eben. Für diese spielerische Geschichte war auch was im Chat mit Lego bauen. Da kann ich euch nur zwingend empfehlen, es gibt dieses über Meetup, gibt es Lego Serious Play, eine Gruppe in, ich glaube, der sitzt in Frankfurt, macht das aber eben regelmäßig online. Das ist auch eine Möglichkeit, ganz, ganz grandiose Fragestellungen da zu bearbeiten. Und da habe ich eine ganz, ganz hervorragende Erfahrung gesammelt. Und das war super spannend, wie schnell man über diese begrenzte Bauzeit und Bauteile-Geschichte ja auch an spannende Themen und an spannende Statements kommt. Okay. Falls du da noch einen Link hast, Martin, oder so, kannst du den ja vielleicht einfach in den Chat reingeben. Ich glaube, das wäre ganz hilfreich. Mit Minecraft geht es auch super. Da hat doch der Simon was bastelt vor kurzem. Mhm. Minecraft, meine Kinder lieben es heiß und innen. Ja, genau. Und da gibt's jetzt auch so eine andere Anwendung. Und als wenn man halt diese dreidimensionalen Räume emulieren kann. Ja. Mhm. Klasse. Ja, ich bin eigentlich mehr dagegen, weil die Kinder so viel Zeit da drin daddeln, aber es ist cool, das stimmt, ja. Ich habe zu deiner Frage, Martin, es gibt da keine Anleitung im Sinne von, dass es irgendwo offen zugänglich ist, aber wenn ihr Interesse habt, können wir uns da gerne nochmal zusammenschreiben. Also ich bin da wirklich der Meinung, das ist nichts, wo ich hinanstelle sozusagen und mein Wissen behalte für mich. Also wer da Interesse hat, bitte kontaktiert mich. Das können wir gerne nochmal durchsprechen, aber es ist eigentlich gar nicht so geheimnisvoll, sondern es geht wirklich darum, wie kann ich das wieder anreichern hier, diese Welt, und wie kann ich die informelle Seite und die Beziehungsseite von Wissensmanagement wieder mehr nach vorne bringen. Und da werden euch auch viele, viele Ideen kommen, da bin ich mir sicher. Man muss sich einfach lösen von der Idee, dass wir über Fragen antworten und über Zahlen, Daten, Fakten kommunizieren als Menschen. Das suggeriert diese Art der Zusammenarbeit, aber da kommt ein großer Teil einfach zu kurz. Aber gerne an mich wenden, einfach dann kann ich da gerne noch ein bisschen erzählen zu den Anleitungen. Genau, da kam gerade auch noch mal ein Kommentar von der Andrea, eine Ideensammlung wäre super. Ich habe noch die Frage gesehen von H. Meyrung. Ja, genau. Da würde ich mal die Frage freigeben. Ich wollte einfach noch ein bisschen mich mehr darüber belesen, was diese Resonanz angeht, wie man damit umgehen kann, auch es für die Teamkommunikation zu nutzen. Ja, also der Hartmut Rosa, der ist ein Soziologe und das Buch heißt Resonanz. Ich glaube, es ist 2018 oder 2019 erschienen, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Vorsicht, er ist ein Soziologe.
Also du wirst da keine konkreten Tipps finden. Und wahrscheinlich auch jeden Satz dreimal lesen müssen, bevor man verstanden das geht, hat. Das geht. Aber okay. Er hat einfach eine sehr interessante, gute und neuartige Sicht auf die Welt, die man halt so zusammenfassen kann, dass wir lange, lange Zeit durch den Taylorismus und den Behaviorismus so konditioniert wurden, tatsächlich faktisch uns zu definieren. Sei es in der Art, wie wir unsere Rolle bewerten. Wir sind dann gut in der Arbeit, wenn wir effizient arbeiten und sachlich bleiben. Und da, dass wir eben aber die Seite, was eigentlich uns als Menschen ausmacht, dieses in Resonanz treten, aus der Arbeitswelt immer mehr ausgliedern, was uns aber nun mal ausmacht. Ja, und dass es ein Riesenpotenzial ist, was da brach liegt, wenn wir in der Marketingwelt, also rund um den Kontakt zum Markt oder eben in Zusammenarbeit, wieder uns klarer werden, wie wir Menschen eigentlich funktionieren in der Zusammenarbeit. So, und das ist dieses Konzept der Resonanz, dass jede Gesellschaft immer irgendwelche Resonanzen erzeugt, ob sie sich dessen bewusst ist oder nicht. Und wenn man die kennt, dann kann man natürlich viel besser reagieren, so in etwa. Okay, danke. Gerne. Gibt es noch eine Frage von Prechtl? Entschuldige bitte, Prechtl, dass ich so nicht nur deinen Nachnamen verwende. Magst du auch selber stellen, einfach deine Frage? Ja, ich habe auch im Übrigen einen Vornamen, der heißt Elisabeth, aber irgendwie bei Zoom heißt es immer Prechtl, wieso auch immer. Im Übrigen gibt es einen Maler und Illustrator, der auch Prechtl heißt, ja, zum Thema Kreativität. Genau, meine Frage war, ich finde diese Tools total super, würde auch gerne mehr davon kennenlernen, mehr davon testen, würde mich da auch jeder Testgruppe anschließen. Habe aber die Schwierigkeit teilweise, dass es manchmal so Kollegen gibt, die halt die Idee haben, ein Meeting, das ist strukturiert, startet pünktlich, es hat eine Agenda und endet pünktlich. Also sprich, die dann nicht so Raum lassen oder überhaupt bereit sind, sich auf so kleine spielerische Sachen einzulassen. Und mich würde einfach interessieren, was habt ihr für Erfahrungen mit? Also wie kann ich sowas vielleicht mal auch in ein sehr steifes Meeting reinbringen? Und wie kann ich Leute motivieren, da mitzumachen? Also ich habe da vielleicht schon eine schnelle Antwort. Ich habe das sehr oft, die Herausforderung. Ich bin jetzt gerade in einem Chemiekonzern, wo es wirklich um Verfahrenstechnik geht und Formeln. Und ich muss dann eben in dieser digitalen Welt aber auch gegenhalten, damit die eben wirklich ins Wissensfließen kommen mit solchen kleinen Tools. Und da argumentiere ich tatsächlich mit der Ganzheitlichkeit von Wissen und mit der Ganzheitlichkeit unseres Körpers und der Sensomotorik und sage, wir können uns aufs Kognitive beschränken, das ist auch wertig, aber wenn wir ins Erfahrungswissen gehen wollen und wirklich Wissensfluss haben wollen, wo wir vielleicht gar nicht mitkriegen, dass Wissen fließt, dann müssen wir andere Räume auch schaffen. Und das sage ich genau so und dann manchmal ist es schwierig, das stimmt, aber das wäre meine Antwort, einfach mit der Theorie dahinter das zu framen, dann ist es für viele Kognitivisten, das ist ja auch ein guter Anspruch, so zu arbeiten, leichter da hineinzugehen, wenn du ihnen ein Argument lieferst. So. Aber vielleicht hat jemand noch andere Erfahrungen zu der Frage, das ist spannend, falls unsere Zeit noch reicht. Ja, wir haben noch 3 Minuten. Oliver, hast du was? Nee, ich habe nur die Hand gehoben, dass wir noch 3 Minuten haben, aber mir ist vorhin kurz eingefallen, dass man es vielleicht auch ein bisschen trennen muss. Also natürlich muss man in Meetings, wenn man Ergebnisse haben will oder so, dann ist vielleicht etwas weniger Raum für das menschliche Miteinander. Aber dann muss man halt auch in der digitalen Welt Sachen dafür finden, also zusammen Frühstückspausen machen. Wir machen zum Beispiel Abteilungssport mittlerweile online. Ich finde, das ist auch eine coole Sache, dass man halt genau die Sachen, die eben auch teilweise kontextfrei sind oder nicht unbedingt jetzt zur Ergebnisfindung beitragen, dass man die halt auch mit einbindet. Ja, solange man keine andere Möglichkeit hat. Ich meine, man kann natürlich auch immer selber rausgehen, was anderes machen, aber mit den Kollegen auch einfach mal sich auf einen Kaffee treffen, ohne Sinn und Zweck. Also ich schreibe jetzt immer einen Kollegen an und sage, hast du Bock auf eine Zigarette? Ich meine, wir brauchen beide nicht, aber und dann reden wir einfach miteinander, einfach nur so, wie man das am Tisch auch macht. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich will jetzt auch nicht, das könnte mir auch nicht vorstellen, dass jedes Meeting, jede digitale Zusammenkunft immer verspielt sein muss, aber dass wir eben aufhören, die gesamte digitale Zusammenarbeit so kognitiv und faktisch und sachlich zu betreiben, das ist wichtig. Und da kann man eben ganz viel nachdenken, was man da tun könnte. Ja. Wenn ich mich kurz melden darf. Gerne. Also ich habe im Gepäck NLP-Ausbildung, neurolinguistisches Programmieren, bis zum Trainer gemacht. Und was mir immer dazu einfällt, auch jetzt zu diesem Beitrag, ist natürlich,
Wir verankern natürlich Wissen und Erfahrung multiple, also nicht nur, dass wir es irgendwie wiederholen können, verbal wiederholen können, dass wir es gegebenenfalls irgendwo aufgeschrieben haben, sondern wir verarbeiten das auch damit, dass wir bestimmte Eindrücke, Farben, Gerüche und dergleichen noch hinterlegen. Und diese Verankerungen, und da spricht man im NLP von, diese Verankerungen, die können unterschiedlich genutzt werden. Die können gelöst werden, wieder hervorgerufen werden durch bestimmte, sage ich mal, Formate, die man als NLPler anwendet, wenn sie sehr arg vergraben sind. Und sie können aber auch in, sage ich mal, so einem Lernen, Neugier-Loop, ja, können die auch wieder angelegt werden. Das heißt also, bei der Wissensvermittlung nutzt man eben, wie gesagt, solche Möglichkeiten heutzutage. Die Frage, die ich immer dazu habe, ist, ja, von meinem Erleben von NLP, das war immer Aug in Auge. Also man hat den anderen schwitzen gerochen, sage ich jetzt mal, ja. Wenn es, das kriege ich in der digitalen Welt nicht hin. Ja, das kriege ich in der digitalen Welt nicht hin. Ich habe viele Übungen, will ich auch noch zu Ende. Ich denke, von der Zeit her, ich wollte den Thomas nicht abwürgen, sondern sagen, apropos Übungen, dass es im Chat auch total viele Ideen gerade gibt. Thomas, vielleicht kannst du da deine einfach auch noch dazu tun. Und weil da ist eine... Wir haben tatsächlich ein bisschen Time-Reframing jetzt, also das, aber ich fände es total wertig, diesen Chat zu bewahren, Gabriele und dir. Können wir da was tun? Und irgendeine Idee, die ich gesehen habe, war, dass wir vielleicht doch nochmal schauen, ob wir da nicht eine Arbeitsgruppe draus machen. Finde ich total cool. Also lasst uns da gerne dranbleiben, zu überlegen. Thomas, ich wollte jetzt nicht zu sehr ins Wort fallen, aber einfach nochmal das Angebot machen, im Chat das reinzuschreiben, in den verbleibenden Sekunden. Ja, wir haben jetzt tatsächlich durch die Einbettung ins Knowledge Camp etwas strengere Regeln. Sonst beim WMOOC lassen wir die Live-Session auch mal länger laufen, wenn es so ist. Aber ich werde auf jeden Fall den Chat speichern. Den finde ich nämlich auch wirklich der Hammer. Ja, da ist richtig viel passiert. Danke an euch. Was ich vorschlagen kann, ist, dass wir dieses Chat-Protokoll direkt im WMOOC unter Christines sprechende Live-Session mit einbauen, sodass man sich den direkt runterladen kann. Und ich finde auch, was Felix gerade schreibt, ich finde es immer, also auch im Sinne der Beziehung, relational, wir Menschen, nein, es ist jetzt vorbei, wir haben zusammen eine Zeit gehabt miteinander und es jetzt so auslaufen zu lassen, finde ich unfair für die, die raus wollen. Ja, und ansonsten nutze ich die Zeit, während ihr alle noch in den Chat schreibt und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Christine. Das war eine super Session. Man hat auch gesehen, wie gesagt, am Chat so aktiv hatten wir noch nie einen Chat in einer Live-Session. Also ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Ganz herzlichen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart und dass ihr so viel eigene Ideen und Erfahrungen beigetragen habt. Und ja, dann genießt weiter das GKC und vielleicht sehen wir uns ja auch bei Gelegenheit wieder im WMOOC. Und ansonsten, schönes Wochenende. Herzlichen Dank an alle. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Tschüssi. Dankeschön. Danke, tschüss.